Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Star Fox Adventures weiter. Ich lade hier gerade wieder den Spielstand vom letzten Mal und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich hatte ja bislang 7 Videos zu Star Fox Adventures aufgenommen und laut spielinterner Berechnung sind wir mittlerweile bei 17% des Spiels angelangt. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, oder? Dafür, dass wir de facto eigentlich bisher noch nicht wirklich irgendetwas in diesem Spiel gemacht haben. Nun gut, nehmen wir mal so hin. Oh, da wird sogar direkt eingeblendet, was wir als letztes getan haben. Wir haben 6 Flitzpilze gesammelt, wir haben die Earthwalker-Königin gerettet und wir haben den Zoomatic erstanden. Oh yeah, das ist so wichtig, dass es sogar extra nochmal hier angezeigt wird. Der Wahnsinn. Na gut, okay. Dann laden wir mal unseren Spielstand. Ja. Der heutige Part kommt ein bisschen... Hi, tricky. Der heutige Part kommt ein bisschen später als normal, weil mein Wochenende halt mal wieder so lief, wie es lief. Ist im Endeffekt auch egal. So, ich liefere ja nach. Gut, wir haben es gerade gesehen. Mein... hier, wo kommst du denn her? Mein Quicktime-Ding. Also auf Y war nichts mehr. Das ist lustig, dass das nicht gespeichert wird. Warum auch immer. Ist auch lustig, dass er den Angriff, den aufgeladenen, irgendwie nie durchzieht bei den Gegnern. Und ich weiß nicht warum. Alles wieder wie gehabt. Wo wollen wir hin? Eigentlich kann Slippy uns das erklären, ne? Dup, dup, dup. Slippy here. Got yourself stuck again? Hey Fox, du erkennst auf Peppys Dinosaur Planet Karte, wohin es als nächstes geht. Okay. Hi Fox. World Map downloading. Ja, gut. Also Snowhorn-Tundra, da sollen wir als nächstes hin. Das ist der Ort, der blinkt. Es gibt mehrere Wege, um dorthin zu gehen. Theoretisch. In der Praxis würde ich sagen, wir gehen einfach wieder diesen Weg. Ich könnte ja theoretisch auch über den ollen Steingötzen wieder gehen. Das wäre theoretisch auch ein lohnenswerter Durchgang. Oder Weg. Weil auch da ja noch Dinge sind. Also zum einen erinnere ich mich an den komischen Brunnen, wo wir 20 Peser hätten reinwerfen können. Hätte ich jetzt aber nochmal Peser sammeln müssen. Zum anderen waren da, glaube ich, noch so diese blauen Energiekugeln für den Arwing. Die waren ja in diesem Höhlenabschnitt, wo wir Tricky eigentlich ursprünglich draus befreit hatten. Die waren da theoretisch zu finden. Tricky, du bleibst hier. Ich finde, er sagt das schon ein bisschen sehr bestimmend, dieses Stay. Ich meine, wir reden hier immerhin mit dem zukünftigen König der Earthwalker. Da könnte Fox ja ruhig ein bisschen charmanter sein. Dam-di-dam. Oder sehe ich das irgendwie verkehrt, falsch? Ich weiß es nicht. Loop-di-doop. Na gut, komm mit Tricky. Ja, also der Weg über den Steingötzen wäre mit Sicherheit auch wichtig und richtig gewesen. Aber guck mal, das hier können wir zum Beispiel jetzt auch machen. Den Lanzensprung hatten wir beim letzten Mal noch nicht drauf. Jetzt können wir hier die ganzen Sachen einsammeln. Und können das da hinten aktivieren. Und auf die Art und Weise, das ist hinter mir bestimmt. Genau, das ist aufgegangen. Perfekt. So. Hab irgendwie ein schöneres, ein größeres Geheimnis da vermutet und erhofft. Aber dann halt nicht. Ist ja nicht weiter wild und schlimm. So, Pilze können wir tatsächlich mal in Ruhe lassen, weil wir haben mehr als genug Pilze. Das sehen wir alles unten rechts. Ja, und dann sollte es jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Und dann sind wir schon wieder in der Snowhorn-Tundra, oder? Ja. Ich meine, so weit war der Weg doch gar nicht entfernt. Ach, beim letzten Mal konnten wir die Viecher schon nicht abschießen, ne? War das nicht so? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich könnte ich sie doch normal mit meinem Stab erwischen, aber vom Timing her stelle ich mich einfach zu blöd an. Oh! Oh, du bist auf meiner Seite, ne? Ja. Einmal bestochen, immer bestochen. So sieht's aus. Okay, passt zufälligerweise dieser wunderbare Schlüssel, den wir von der Earthwalker-Königin erhalten haben, passt er zufälligerweise hier rein? Erstaunlicherweise ja. Way. Okay, es geht weiter. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Dup, 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 dup. So, was haben wir denn hier hinten? Gegner? Musik zumindest. Und irgendeiner ruft hier.
Ich weiß aber leider nicht, wer. Ist eigentlich so friedlich. Dadurch, dass es des Nachts ist. Wir gehen jetzt mal hier hoch. So. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja spannend aus. Hä? Moment. Ach, da ist einer! Hi! Sharpclaw have imprisoned me in this infernal cave. If you can bring me frostweeds, I'll be strong enough to get myself out. Perhaps the young prince can help you. Hurry, boy! Klar doch. Oh. Oder nicht klar doch. Zieh mal lieber den Rüssel wieder ein. Jetzt wird's ungemütlich hier. Hat er jetzt auf einmal eine Lebensenergieleiste? Warum hat er eine Lebensenergieleiste? Kommen hier unendlich viele von denen, oder was? Jetzt greift mir nicht mein Rüsselfreund an, ne? Da wäre ich doch sonst sehr... Es kann durchaus sein, dass hier unendlich viele von denen kommen. Das ist ja übel. Ich meine, Tricky könnte sich natürlich auch mal selbstständig nützlich machen. Wäre ja durchaus auch eine Maßnahme, oder? Aber er will nicht so richtig. Okay, Moment. Frostbüschel. Frostbüschel? Da vielleicht? Kann ich einsammeln. Hä? Muss ich da... Tricky, ich wollte dich nicht hauen. Entschuldigung. Ach so, oder muss ich die... Ich muss sie da hintreiben, glaube ich. Nein, die Viecher machen die Frostbüschel kaputt. Wie dumm ist das denn? Ja. Aber warum sind dann hier so viele Gegner? Und warum kommen die in so großer Anzahl wieder und hassen nicht gesehen und blabliblub? Also entweder ich mache hier irgendetwas... fundamental falsch. Oder das soll so. Gut, probieren wir es nochmal. Halt, Moment. Ups. Ja, machen wir halt einen nach dem anderen, oder? Und? Okay, alles klar. Ja. Ah, gut. Mein Rüsselfreund kann nicht angegriffen werden. Aber das ist seine... Seine Frostbüschelleiste. Oh. Ihr macht ja selber den Ollen. Den Ollenbaum kaputt. Und holt die Frostbüschel runter. Das ist ja fies. So. Okay. Verdammt. Nein. Ja. Nein. Ach komm. So. Machen wir mal so. Genau. Blöd. Kommst du durch? Du kommst doch durch. Ja. Oh Gott. Zum Glück scheinen 3 zu reichen. Geht dann ja noch einigermaßen. Trotzdem eine erstaunlich fordernde Angelegenheit. So, Moment. Krieg ich dich durch? Nö. Ja. Okay. Alles klar. So, Leute. Ihr seid Geschichte. Ah, the young prince. Who is this with you? This is my friend Fox McCloud. My mother sent us to find you. Well, I am Garunda Tay. Spellstone Gatekeeper of Dark Eyes Mine. We're looking for a spellstone. A spellstone? It is my duty as a gatekeeper to guard the land from which a spellstone is forged. General Scales took the spellstone and discovered that I was a gatekeeper. He gave me an ultimatum. Allow him to take the spellstone back into the sacred land or he would destroy my tribe. I could not risk the safety of the entire planet, so I refused to help. My daughter did not think this way. And so, to save the tribe, she opened the gateway herself. Scales did not destroy my tribe. He enslaved them instead.
My daughter dishonored me. You must search for the Spellstone within Dark Ice Mines and return it to the Volcano Force Point Temple. Only then will the Spellstone's power be returned. I will open the gateway. Okay, cool. Irgendjemand funkt mich an. Hey Fox, du erkennst auf Peppys Dinosaur Planet Karte, wohin es als nächstes geht. Hope that helps you, Fox. Hi Fox. World map downloading. Ich muss wieder zurück zum Thorntail Tal. I hope my information is helping. Alles klar, danke. Gibt's hier unten noch was? Das sieht voll spannend aus. Wie kann man das öffnen? Gar nicht. Oder ist da noch ein Durchgang? Das sieht so aus, als wäre das mit irgendwas verbunden, oder? Ich glaube ja schon. Knifflige Familienangelegenheit, die uns hier nebenbei präsentiert wird. Ich glaube ja, dass seine Tochter durchaus ehrenvolle Absichten hatte. Sie wollte ja schließlich nur ihr Volk beschützen. Zu genossen hat er sicherlich auch recht, wenn er sagt, dass das Wohlergehen des Planeten ja wohl doch ein bisschen wichtiger wäre als das Wohlergehen von so ein paar kleinen süßen Mammuts. Aber naja, das ist halt die Krux an der Sache. Ich kann beide Seiten verstehen. Sagen wir es mal so. Ups, toll. Dup, dup, dup. Und eventuell schaffen wir es ja auch beide Seiten jetzt über kurz oder lang zufriedenzustellen. Indem wir sowohl Tochter als auch restliche Mammuts retten, als auch den Planeten. Wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Gerade ein bisschen überlegt, weil da durch diese Eisscholle jetzt zu sehen war. Hätte man da drüber springen können? Gibt es eine Möglichkeit, später sich selber Eisschollen zu machen? Wenn ich da jetzt so reinschieße, passiert ja nichts, ne? Nö. Nö, nicht so richtig. Und was ist das hier? Das ist nichts. Okay. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich zu früh hier abhaue. Und dass ich hier noch irgendwas tun könnte. Aber mir fällt so auf den ersten Blick nichts ein. Hier komme ich nicht hoch. Ich weiß, dass da oben noch welche drinstehen in der Höhle. Ich würde auch furchtbar gerne reingehen und denen die Hucke vollhauen. Aber so richtig komme ich da ja nicht hin. Jetzt haben wir hier noch ein paar kleine Schnupspilze. Aber die nutzen mir auch nichts. Ich kann jetzt höchstens hier nochmal gucken. Gibt es von der Seite aus irgendwie eine Möglichkeit, zu der Höhle zu gelangen? Also, dass die miteinander verbunden sind oder so. Sieht jetzt auf den ersten Blick aber auch nicht danach aus. Oder Tricky, fällt dir hier was ein? Such. Nee. Irgendwie nicht so. Wir müssen noch mit dem Ball spielen. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass ich den Ball gekauft habe, oder? Halt, einen Moment. Hä? War da was? Ja. Ah, guck mal. Hat man da tatsächlich was gesehen? Oder war das jetzt auf gut Glück? Ich fand ja, das war jetzt mehr Glück als Verstand. So. Genau, das ist nämlich die Höhle von... Ja, ja. Sehr schön. Ja, gut. Für die 100%! Huiuiui! Wie wichtig auch immer diese blauen Kugeln sind. Das werden wir aber vermutlich schon recht bald erfahren. Ja, da ich jetzt für den Moment keine bessere Idee habe, würde ich sagen, wir kehren wieder zurück ins wunderbare Thorntail-Tal. Und versuchen dort den richtigen Weg zu finden. Huiuiui. So,
zwischenzeitlich wieder ein paar Pesa eingesammelt. Das heißt, wir können mal sowas von galant wieder beim Bazar einkaufen gehen. Weil das ja immer am meisten Spaß macht. Ja, gut. Und dann werden wir vermutlich schon recht bald eine neue Location besuchen dürfen. Okay. Das haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt zweimal gemacht hier bislang. Und es ist jetzt schon nervig. Wie oft meint ihr, werden wir noch zurückgehen müssen? In die Snowhorn-Tundra. Vielleicht beim nächsten Mal doch den anderen Weg nehmen. Beim nächsten Mal nehmen wir den anderen Weg dann über den Hühnenstein. Heißt du überhaupt so? Ich nenne die ganze Zeit so. Er hatte doch irgendwie... Hatte er noch einen anderen Namen? Einen altehrwürdigen? Ich weiß es nicht genau. In jedem Fall haben wir ein tolles Abenteuer erlebt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir diesen ollen Garuda Tay, dass wir den so schnell zu Gesicht bekommen. Hab den irgendwie anderswo vermutet, aber... Naja. Jetzt auf einmal kann ich die hier so angreifen. Vorher hat das nie so richtig funktioniert. Ich verstehe es nicht. Dab, di, dab, di, dab. So. Waren hier jetzt eigentlich im Bazar? Moment, noch andere Dinge. Wir hätten das Sumomatic gekauft und wir hätten Trickys Ball gekauft, ne? So. Jetzt ist hier hinten nur noch das komische Relikt. Und selbst alle Karten haben wir gekauft. Das heißt, die Abteilung hier... Die Abteilung hier ist komplett geplündert. Das ist aber schade. So. Dann können wir jetzt nur noch in die Abteilung hier gehen und... fleißig... Karten kaufen. Also, die Karten, die halt noch da sind. Ignis-Quellkarte zum Beispiel. Da müssen wir sowieso demnächst hin. Wow, okay. Ist mal wieder überaus spendabel. Aber ich will mich nicht beschweren. So, Ignis-Quellkarte. Dupdi-dupdi-du. Und was ist das? Tempelstadt. Was ist los mit ihm? Ich verstehe es nicht. Ach ja. Ich glaube, er kann es selber nicht fassen. Mal davon abgesehen, dass ich ihm jetzt sowieso den gesamten Plunder abgekauft habe, den er hier hatte. So, ich könnte jetzt theoretisch wieder hochgehen und Pesa sammeln, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ja gut, wenn wir jetzt alle Karten gekauft haben und so alle normalen Gegenstände, dann kann ich jetzt die restliche Kohle dann eigentlich nur noch für Gebrauchsmaterial auf den Kopf hauen. Und dann kann ich mir vielleicht so ein paar Bombensporen kaufen. Gibt sie auch günstiger? No, that's too low. Auch ganz sicher? Okay, I'll sell it to you. Ich wollte wohl sagen. Okay, genau, da kommt jetzt keine Animation. Weil wir den Gegenstand ja schon kennen. Okay, I'll sell it to you. Ach ja. Diese lustigen Bombensporen für 5, die es für 4 gibt. Ich liebe sie. You pay this much. Okay, I'll sell it to you. Wenn man jetzt noch die Anzahl bestimmen dürfte, das wäre der absolute Knaller. So, eine kaufe ich noch. You pay this much. Okay, I'll sell it to you. Verbuchen wir das einfach mal als Mengenrabatt. Er wusste, dass ich gleich mehrere haben will, deswegen hat er mir gleich einfach alle für einen günstigen Preis vermacht. Ich finde das absolut in Ordnung. Flimmerfliegen haben wir nicht viele, aber ist egal. Ich meine, wie viele dunkle Orte wird es schon geben in diesem Spiel, ganz ehrlich. So. Ja, dann dürften wir jetzt gut gerüstet sein für weitere verwegene Abenteuer, die da jetzt und in Zukunft auf uns warten werden. Ich würde aber sagen, für den Moment legen wir dann erstmal wieder eine Pause ein. Wir beenden den Part genau da, wo er angefangen hat. Way. Aber wir haben ein bisschen was erreicht. Wir haben einem tollen Mammut geholfen. Und wir können
jetzt hier ganz arg bald die Kurve kratzen. Und es wird furchtbar nett und schön werden. Das könnt ihr mir glauben. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.